man sich irren. Da bin ich schon wieder. Ich wollte euch mal eben mein Stöckli zeigen. Der arbeitet hier die ganze Zeit. Ja, ist auch ein Stromverbrauch. Aber ich glaube, den Stromverbrauch hier, den merke ich gar nicht so sehr. Was ich merke, ist meine zweite Tiefkühlung im Keller, die ich für die Hunde angeschafft habe. Nein, ja doch, eigentlich mehr für das Hundefleisch, weil ich ja auch jetzt ganz viel Heidelbeeren immer im Kühlschrank habe. Es passte alles nicht. Habe ich also da unten drunter, was ist denn da? Ah, was ist das denn? Ich glaube, das ist der Giersch. Genau, den muss ich auch noch malen. Und hier habe ich noch mehr stehen. Das sind Brennnesseln. Die muss ich auch noch malen. Ich weiß gar nicht, ob das alles Brennnesseln sind. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Wer ist das denn da? Doch, das ist der... jetzt weiß ich es. Und da unten ist auch noch Giersch. Den habe ich nämlich von der Gabi gekriegt aus dem Garten. Und der Giersch hier, der ist von der Cinder. Ja, der ist auch schon fertig. Den könnte ich eigentlich da rausnehmen. Naja, aber wie ihr seht, ich bin ja nicht immer zu Hause. Ne? Das ist übrigens mein Chaosbüro. Das werde ich auch noch aufräumen irgendwann. So. Hier, da ist mein Eimerchen mit den gesammelten Werken. Und das ist natürlich mit einer Hand jetzt ein bisschen blöd. Ich will da eigentlich auch nicht so rein. Das mache ich nachher. Habe jetzt keinen Löffel hier. Normal steckt da ein Löffel drin oder ich schüttel den. Dann habe ich hier meine Erdbeeren, aber die werden leider nicht so groß, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber das liegt bestimmt daran, an dem kleinen Topf. Habe halt nicht so viel. Guck mal, und die kleine Buche, die habe ich von meinem Grundstück mitgebracht. Ja, als hätte ich da nicht genug. Das hier. Wo ist er denn? Da. Das hier ist mein Pflaumenbaum. Guck mal, und der kommt. Ich habe erst gedacht, der schafft es nicht. Und hier unten kommt eine Vogelmiere. Die lasse ich mal. Vielleicht wird es ein bisschen mehr und ich kann sie demnächst essen. Mein... Achtung. Aprikosenbaum. Er kommt auch. Die sollen ja alle auf mein Grundstück. Und da unten habe ich Gundermann eingepflanzt. Der ist auch super angegangen. Hier ist ein bisschen Salbei, noch eine kleine Buche von meinem Grundstück. Ja, haltet mich für bekloppt. Mein Grundstück ist voller Buchen und ich bin sentimental. Ich bin zu selten da. Ja, hier explodiert einmal ein Sellerie. Der ist geschossen. Was das hier für ein Kraut ist, liebe Anke. Kannst du mir sagen, was das für ein Kraut ist? Kann man das auch essen? Das besucht mich hier. Ich mag es nicht wegtun. Bisschen Gras. Eigentlich hatte ich auf den Löwenzahn gehofft hier, aber der ist irgendwie erdrückt worden. So richtig passiert da nichts. Hier sind nochmal... Oh, die muss ich gießen. Die muss ich gießen und einpflanzen. Und das hier ist mein Pfirsichbaum. Und der kommt nicht. Er kommt nicht. Es ist zu kalt in Deutschland. Also Leute, wo die Erderwärmung ist, ne, bei mir ist die nicht auf dem Balkon. Außer die Sonne scheint und dann verbrennt hier alles. Aber das ist so selten... Was habe ich hier? Hier habe ich was. Ach, das ist Wasabi. Das habe ich hier zum Muttertag gekriegt von meinen Kindern. Und hier ist Erdbeerminze. Leute, habe ich auch gekriegt. Boah, das ist schon interessant, der Geruch. Das ist Hammer. Erdbeerminze. Hier ist nochmal wieder Sellerie. Der ist auch geschossen. Und hier habe ich, hier war meine Feige drin. Die habe ich leider ermordet. Die habe ich zu früh rausgestellt. Oh, hier kommt auch nochmal Löwenzahn. Das ist ja cool. Die habe ich letztes Mal sehen. Vielleicht treibt sie, aber ich glaube nicht. Die ist erfroren. Die habe ich zu früh rausgestellt. Aber das hier, da wollte ich die ein bisschen düngen. Da habe ich dann das Innenleben von dem Hokkaido-Kürbis hier reingeworfen. Und die ganzen Kerne haben... Guck mal, ist das wohl cool? Aber das wird nichts hier auf meinem Balkon. Bisschen Sellerie wieder zwischen. Und Brennnesseln habe ich mir mitgebracht. Hier ist auch nochmal Hokkaido-Kürbis. Brennnesseln, aber sie ist draußen wuchern die, ne? Und hier bei mir brauchen sie so lange. So, das wird auch Sellerie, wenn man ihn weiter wachsen lässt. Er kann sogar blühen. Ja, und hier hinten, Achtung, Chaos-Ecke. Weintrauben. Und das sind die mega coolsten Weintrauben überhaupt. Ich hoffe, sie überleben. Ich hoffe, sie überleben. Und dahinter ist Minze. Minze. Die muss ich da unbedingt rausholen, denn wenn die sich da wohlfühlt, dann geht alles kaputt. Ja, und dann habe ich leider auch meine Aloe Vera ein bisschen vernachlässigt. Also ich muss noch hier gießen, lieber
lieber Freund, der auf meinen Rückruf wartet. Ich muss hier erst noch gießen. Bis gleich. So, jetzt mal nur der Vollständigkeit halber. Hier ist noch ein Kirschbaum. Ich glaube, habe ich vergessen. Eins ist eine Süßkirsche und eins ist eine... Oh, ich weiß nicht mehr. Und das ist eine Birne. Ach, die Kirschen sind da vorne. Pass auf, bringe ich euch hin. Ja, die sind mir leider eingegangen. Da geht auch der erste Topf ein. Der dritte Topf geht leider ein. Die haben es nicht geschafft. Aber die anderen sehen ganz gut aus. Hier sind meine Zwiebeln. Habe ich oben noch mehr, die treiben, weil kein Mensch isst mehr Zwiebeln. Ich auch gerade nicht. Oder eher selten. Das sind Frühlingszwiebeln. Ta-ta-ta-ta. Hier stehen schon meine Kanister, die ersten. Da in der Mitte ist Giersch. Und da an der Seite. Der Rest ist Sellerie. Gucken wir mal, der ist ja jetzt auch geschossen. Sellerie, Sellerie, Sellerie. Und ta-ta-ta-ta. Da mein Vater ja nichts in seinem Garten will, steht's draußen. Er kommt hier. Meine Süßkirsche. Sie kommt, seht ihr das? Ich habe schon gedacht, die wäre tot. Aber sie kommt. Nur der eine Pfirsichbaum da oben, der kommt gerade nicht. Das ist echt schade. Weiß nicht, was ich machen soll. Aber sie ist ein bisschen schief hier, die Süßkirsche, aber sie kommt. Und hier meine Sauerkirsche. Guck mal. Ist das wohl cool? Ja. Ich glaube, die hier waren aus dem Aldi, die großen. Die beiden kleinen aus dem Lidl. Ja. Und die werden in Hessen eingepflanzt. Es sei denn, mein Vater lässt es doch irgendwann mal zu. So, jetzt aber. Aufi. Das muss in meinen... Auto, pass auf, das mit meiner Melone und Bananen drin. Und jetzt kommt noch die blauen Flaschen. Das Tomatenzeug ist übrigens für meine Kinder. Das hier ist noch Laurentana-Wasser. Das ist, ja, das war mein Geburtstag oder so. Ja, auf Vorrat, ne? Vorrat. Wo ist es denn? Hier sind ein leerer Kasten und da hinten sind die anderen leeren Kästen. Die müssen jetzt auch noch in mein Auto. Den Rest zeige ich jetzt hier nicht. Ist ziemlich unangenehm. Ja, ich weiß. Ich war hier schon und habe euch schon Fotos gemacht. Aber heute gibt es nochmal ein Video. Ist das wohl schön? So eine schöne, schöne wilde Wiese. Und da geht man dann durch. Ich höre die Quelle schon. Tada! Erstmal nur zwei kleine Kästen hier. Ich steigere mich. Ist ja mein Workout heute. Ich habe das ganze Auto voll. So, jetzt gibt es den großen. Oh, hier ist aber wenig Wasser. Uiuiuiui, da merkt man aber schon, dass es gar nicht so viel regnet zurzeit. Weil hier kommt man normalerweise nur mit Balanceübungen trocken rüber. Zur Not könnte ich da auch gleich gehen, ne? Aber das macht hier ja richtig Spaß, den Weg zu finden. Zack, angekommen. Und hier ist die Quelle. Jawohl. Und jetzt geht's ans Arbeiten. Tschüssi. Hi, es ist tatsächlich wieder so kalt, dass ich eine Mütze aufziehen muss. Also liegt bestimmt auch an dem Wind gestern auf dem Parkplatz. Och, da war es ja echt heftig. Hier riecht's komisch. Hier waren gerade zwei Typen. Hier riecht's nach Rauch. Das finde ich natürlich richtig doof. Ich meine, das Wasser wird nichts haben, ich hole mir das trotzdem. Aber muss man denn hier rauchen? Mann, oh. Unglaublich, ne? Intolerant. Ich bin so intolerant. Können doch rauchen, aber doch nicht hier in der Natur, an so einer schönen Quelle. Aber sie haben wenigstens keine Kippe hier gelassen. Aber es riecht echt ziemlich penetrant nach kaltem Rauch. Ganz doof. Aber egal. Ich hole jetzt mein Wasser. Wahnsinn. Ich hätte zu viel Schiss da drin. Sind das die gleichen Blumen wie bei mir auf dem Balkon? Könnt ihr das erkennen? Und Achtung, Finger weg vom Fingerhut. Der ist für euch ungenießbar. Hier ist gedüngt worden. Zum Glück könnt ihr das jetzt nicht riechen. Ah, oh, und hier gibt's Kirschen demnächst. Ja. Toll, hier müssen wir noch mal hin, wenn Kirschenzeit ist. Keine Begeisterung. Wir laufen hier vielleicht einen Umweg, weil die ganzen Karten nicht stimmen, die wir hier auf dem Navi haben, auf dem Handy. Das ist echt der Hammer. Wir laufen mehr, als wir wollten. Was? Oh, das weiß ich nicht, aber da ist irgendwas drin. Guck mal, hier sind Füße, die mich begleiten heute. Mit dem jungen Mann habe ich heute Morgen telefoniert.
dem alten Sack. Keine Ahnung, da hat der Bauer echt in der Mitte so eine Insel gelassen. Warum nur? Das wird uns keiner beantworten. Ganz viele Bienen hier. Kann ich doch nicht hingehen, dann kommen die Hunde wieder. Nein, du kannst ja hingehen. Dann überholen die wieder. Weiß nicht. Dann überholen die aber wieder. Da fliegen vorne welche rein. Echt? Oh, hier sind ganz viele. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Das ganze Feld wird... Wow. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber man hört es schon. Ah, da. Schaut mal. Könnt ihr das sehen? Ich will sie nicht stören. Hammer, so fleißig. Tja, guck mal, man kann jetzt die Samenstände auch von den Brennnesseln essen. Sehr lecker und die brennen auch nicht so doll. Ein bisschen aufpassen, wer empfindlich ist, naja, da brennt es halt schon ein bisschen, aber wenn einer empfindlich ist, dann bin ich das. Und ich kann die eigentlich ganz gut essen, das ist Schwert halt, ne? Da muss man halt drauf achten. Und da hinten ist Holunder, mehr Holunder und da wächst eine kleine Kirsche. Richtig schön. Ja, da lässt das fallen. Unglaublich. Aus. So kann ich nicht spielen. So geht das nicht. Hey, ich glaub's nicht. So, guck, dass ich deinen Kopf nicht drin habe, Mensch. Suki versteht das alles nicht. Ja, angeblich bringt uns dieser Weg jetzt zum Auto. Wir sind da mal sehr gespannt. Es ist echt spannend hier. Die Karten auf dem Handy stimmen überhaupt nicht. Als erstes hat uns ein Anwohner, ja, tunlichst daran erinnert, dass das Privatgrundstück ist. Und ich sage, hier auf meinem Navi steht, dass das ein Weg ist. Bitte verzeihen Sie. Na, ich wollte nur begründen. Ich wollte nicht stänkern. Ich wollte nur begründen, warum wir über sein Grundstück gehen wollten. Oh, der war ganz streng mit uns. Er hat zwar gelächelt, aber er war ganz streng. Also es war so eine liebevoll konsequente Art. Ne? Genau. Ja, dann muss man auf der Straße weiterlaufen. Und jetzt laufen wir wunderbar durch den Wald. Och, wenn doch schon Brombeerzeit wäre. Ich habe Hunger. Ich habe doch mein Zitronenwasser, mein Selleriesaft und ja, jetzt mittlerweile 3 Bananen gegessen. Und Brennnesseldings. Hier Brennnesselsamen, aber die zweite Fuhre hat ganz schön gebrannt. Also bitte aufpassen, wenn ihr das nachmacht. Und aber sonst noch nichts. Ne? Hunger. Hier ist schön. Voll schön hier. Ich habe schon gedacht, wir dürfen hier nicht durchgehen. Aber hier ist nett. Hallo. Oh, das war eine optische Täuschung. Ich habe das Flatterband hier als Absperrung gesehen. Aber das liegt nur daran, weil der eine Mensch vorhin so strikt war mit seinem Grundstück. Oh, guck mal. Ein Schäfchen zur Linken. 2 sogar. Ein Schäfchen zur Linken tut Freude dir winken. Oh, das ist schön. Da den Spruch, den müsst ihr euch merken. Toll. Und Brennnesseln sind so gesund. Die Häschen finde ich voll süß. Die Holzhäschen. Und da sind bestimmt echte Häschen dahin. Oh. Letztens hatten wir eine Blindschleiche. Ja. Aber das hier ist ja ein Wahnsinnsgrün, oder? Schön. Komm her, komm du hier her. Komm. Ja, jetzt hat mein Hund die arme Raupe erschreckt hier. Mal oder gucken, du machst mal ein neues Video und bringst eben die Hunde weg. Nee, alles gut. Die pass auf, dass sie nicht wegläuft. Die wird sich gleich wieder bewegen. Ja. Bitte beweg dich. Ey, geh weg. Momentan sieht es aus, als hätte er sie erdrückt. Nicht anheben, runter den Hund. Ja.
Unglaublich. Armin. Unglaublich. Warum? Was ist unglaublich? Kannst du nicht einfach einen fremden Hund anheben. Warum der wird nicht angehoben. Sie lebt noch, sie lebt noch. Ich habe mich gerade davon überzeugt. Alles gut. Die ist jetzt ein bisschen in der Schockstarre.